Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sie dürfen Ihre Fragen nun stellen. Werden wir sehen, Leute. Werden wir sehen. Werden wir einfach sehen, Leute, was weiter passiert. Werden wir sehen, Leute, was passiert. Und dann schauen wir mal, was passiert. Alter, Mann, wir haben gute Spieler. Alle mehr gute Spieler gekauft, das ist das Wichtigste, Leute. Danke fürs Kommen. Danke für die Frage. Ein gute Spieler gekauft. So. Und im Sommer kommt ja noch ein guter Spieler. Und dann schauen wir einfach, was die Saison noch so bringt, Leute. So, heute werden wir wieder ein bisschen Spieler. Bisschen eine Pause geben, manche Spiele. Züle kriegt heute eine Pause und der Licht kriegt eine Pause. So, und dann tät ich Sache Mübel für Gnabry, Sané für Götzke, Kubo für ihn. Und wen nehmen wir noch mit? Ihn nehmen wir noch mit für Werner. So, jetzt schauen wir einfach mal, wie das Spiel weitergeht im FCB. Oh Mann, ja, da bin ich mal gespannt. Bin ich mal sehr gespannt, ob wir es schaffen, heute wieder gegen Stuttgart einen schönen Sieg zu holen. Das ist jetzt ein wichtiges Ergebnis, finde ich, und heute. Eigentlich kann man sagen, Gnabry ist eigentlich so, zurzeit ist er jetzt nur ein Wechselspieler, Leute. Und Davis ist halt zurzeit zu gut, Leute. Davis ist so gut eigentlich. So muss man sagen, als gut. Alphonso Davies ist viel zu gut für, muss man ehrlich sagen. Alter, zu gut, muss man sagen. Stuttgart will natürlich heute wieder einen schönen Sieg holen. Versuchen Sie zu. Es geht um viele Punkte heute wieder. Ja. Paar Wahl und mal gucken, wie Stuttgart heute hinten. Oh, Junge, Philippe Coutinho darf heute auch mal wieder spielen. Spielt heute. Coutinho spielt heute auch mal wieder, Leute. Aber man weiß immer noch mit diesem Schwierigkeitsgrade, Leute. Die Schwierigkeitsgrade sind echt manchmal nicht. Die Schwierigkeitsgraden dieser in FIFA 20 ist echt seltsam für mich. Was sind 10 Heimspiele gespielt und 10-mal verloren?
Das ist echt, mit dem Schwierigkeitsgrad ist echt dies hier bei FIFA 20, finde ich, echt sehr seltsam, muss ich ehrlich sagen, Leute. Manche Spiele sind, kann man eigentlich, verliert man manche Spiele, wie zum Beispiel in Hoffenheim, hat man so kämpfen müssen. Aber ein Vorteil ist, dass Hernandez im Hoffenheim-Spiel sich nicht stärker verletzt hat, Leute. Nur so eine. Und das war ein kleiner Vorteil, was wir gerade haben, Leute. Aber wie kann man, also 10 Spiele, 10 Niederlagen, aber manchmal die manche Statistiken haben bis jetzt auch nicht so richtig immer gestimmt, glaube ich. Alles sind manche Schüler, Leute. Ja. Aber Stuttgart spielt auch ein gutes Spiel, muss man sagen. Alter Mann. Alter, heute ist wieder. Wir kassieren zu viele frühe Tore zur Zeit, Leute. Der Fall. Wir verlieren zu viele Torbälle. Und das ist wirklich nicht normal, was wir tun. Ja. Zurzeit ist es ein bisschen schwierig, was man jetzt umstellen soll. Was wir umstellen soll, allgemein alles. Ja, das ist jetzt unser großes Problem. Was müssen wir umstellen? Was soll man ändern, Leute? Was soll man umstellen der Mannschaft? Irgendwas stimmt zurzeit immer. Das Ding ist, glaube ich, wenn wir öfters rotieren, Leute, ist das, glaube ich, so. Das Punkt. Durchs Rotieren ist es vielleicht das Problem. Könnte ich mal vorstellen, dass es vielleicht durchs Rotieren immer das Problem ist. Aber durch das, dass man halt so eine Mannschaft, eine mega Mannschaft haben, müssen wir viel rotieren. Dass jeder Spieler halt glücklich ist. Und das ist das Problem, dass jeder Spieler glücklich ist. Nur müssen wir halt taktisch arbeiten. Aber was soll man jetzt ändern, Leute? Das ist eine mega Frage, Leute. Eine mega Frage. Alter, was ist denn heute los, Alter? Heute ist die Defensive. Okay, wir haben eine neue Defensive. Wir haben die komplette Innenverteidigung haben wir heute mal gewechselt, Leute. Die komplette Innenverteidigung ist so frisch. Das kann aber auch mit daran liegen, Leute.
Wenn wir die komplette Innenverteidigung mal. Weil wir brauchen. Denke ich auch nicht, dass das der große Grund ist. Stuttgart ist heute einfach. Stuttgart ist einfach heute besser. Die ersten 30 Minuten, über 30 Minuten. Sind einfach besser, Stuttgart heute. Das ist halt der Sinn. Und das ist halt das Problem, was wir zur Zeit haben, Leute. Und ich denke, ja. Alle Defensive ist am. Ah, Stuttgart. Stuttgart spielt heute aber echt gut. Wir müssen irgendwas ändern in der Mittelfeld. Abwehr, Angriff, irgendwas. Philippe Coutinho ist nun wieder nach langer Zeit mal wieder im Ziel. Aber Stuttgart kämpft weiter, Bayern kämpft heute. Alter Schwede, heute ist aber mehr ein Ackern heute im Defensiv. Wir müssen aber gut in der Abwehr arbeiten heute. Alter. Es wird heute ein schweres Spiel, glaube ich. Aber irgendwie Philippe Coutinho so zur Zeit ist er nämlich so der. Er ist jetzt nicht. Man muss so ehrlich und so hart sagen, Leute. Er ist nicht mehr so. Bisher ist er nicht so. Seit er hier bei München einen Vertrag bekommen hat, ist er nicht mehr so erfolgreich wie wo er ausgeliehen war, Leute. Muss man ehrlich gesagt sagen, Leute. Das muss man ehrlich gesagt sagen. Muss man so hart sagen, Leute. In dem Jahr. Muss man ehrlich gesagt sagen. Muss man ehrlich gesagt sagen, ist so funktioniert nämlich so.
Und durch das, dass man halt immer wechselt, kann sich jeder Spieler ausschnaufen, ausrufen. Aber das Problem ist danach, was man danach hält. Die Teams können, die Spieler können sich nicht zusammentun, also das ist das Einzige. Voilà, nächste, letztes Spiel dieser Woche ist in Hannover, Leute. So, Leute, jetzt müssen wir mal gucken, was wir ein bisschen ändern, Leute. So, Martin, ne? So, jetzt schauen wir mal, gucken wir mal ein bisschen. Wenn wir testen, Müller können wir jetzt immer spielen lassen. Weil mit Müller habe ich vielleicht noch einen anderen Plan, Leute, mit Müller. Mit Müller habe ich vielleicht noch einen anderen Plan in petto. Also bin ich noch am Überlegen, wie ich es machen soll, Leute. Oh, Milik wächst. Oh, Milik, ja, ich war schon. Mal gucken, ob wir es hier irgendwie hinkriegen können. Ja, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es überhaupt nicht. Also der Pass von ihm war ja mega, Leute. Der war ja richtig gut. Das ist immer wie. Aber wir kommen heute einfach nicht ins Spiel heute. Viel anders machen wir ja eigentlich gar nicht mehr. Wir versuchen unser Spiel einfach aufzuziehen, auf die Flügel, dann in die Mitte gleich zu ziehen, so Sachen. Aber das funktioniert heute nicht so wie die letzte Zeit. Kala besiegt Stuttgart heute den Rekordmeister. Wir heute unseren Tiefschlag. Oh. Oh, Junge, es ist einfach so ein gutes Pech. Es funktioniert heute die Taktik nicht mehr. Es funktioniert die Taktik. Wir versuchen mit Flach. Okay, wir müssen wieder ein bisschen wahrscheinlich mehr in die Mitte, wieder in die Mitte ziehen. Aber wir wollen da mal was. Noch andere Sachen mal versuchen. Mitte durch die Mitte ziehen.
Aber es funktioniert einfach nicht, die Idee. Allein funktioniert zurzeit einfach gar nicht. Wir sind in so eine kleine Form tief, glaube ich. Und wieder nicht der Ball durchkommen auf Davis. Okay, wir sind nicht mehr zu variabel genug. Und jetzt machen wir es mit dem. Will ich mal was mit. Kubo? Nee. Kubo im Sturm? Nee. Wir kommen einfach unsere Taktik heute. Wir wollten heute ein bisschen mehr über die Flügel gehen. Wir wollten heute mehr über die Flügel gehen, aber es hat heute nicht gefunden. Wir haben unser Spielstil ein bisschen verändert heute. Heute verlieren wir unser erstes Spiel dieser Saison hier in der Bundesliga. Sieht danach aus, Leute. Alter Mann, 4-3 Minuten danach gespielt. Alter, was ist denn? Sonst hat er immer ein bisschen Taktik. Alter, jetzt hier. Leute, heute war ein Satz mit X. Ein Satz mit X, alle. Heute war ein Satz mit X, Leute, heute. Alter, heute war einfach nicht. Wir haben versucht, über die Flügel zu spielen. Was immer funktioniert, und dann in die Zone rein. Und diesmal hat es nicht geklappt, Leute. Die Arbeit. Ist halt mal schief gelaufen, in der 19. Minute fallen wollen. Wir haben Top-Chance gehabt, Leute. Wir haben Top-Chance gehabt, aber haben sie einfach nicht genutzt. So muss man sagen, wir haben die nicht genutzt. Oh Mann, was das gerade will. Das ist ein bisschen zu nervig, finde ich heute. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Alter, ja, wir sind zufrieden. Alter.
Oh meine. Überhaupt nicht, Leute. Überhaupt. Danke, dass Sie bei uns waren. Genau, das war halt nicht das Spiel. Aber wir müssen wirklich was überlegen, wie wir es weiterspielen, die Karriere. So müssen wir noch ein bisschen über was überlegen, wie wir das hin, was, wie wir das jetzt hinkriegen, Leute. Das müssen wir wirklich überlegen, wie wir das hinkriegen, die Ausstellung oder wie wir es machen. Aber ich jetzt sage, gegen Hannover werden wir erst beim nächsten Mal es sehen. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.